Wir sind Blind Butcher, eine Band aus Luzern. Ich bin der Roland, ich spiele Schlagzeug, Bass und singe. Und ich bin Christian Arecker, spiele bei Blind Butcher Gitarre, Gesang, so Synthi-Geschichten, so Loop-Sachen. Hey, es gibt uns jetzt mittlerweile schon 13 Jahre. Mhm. Und wir machen aber anscheinend immer noch interessante Musik, dass wir noch nicht zu den Oldies gehört und da heute darf ich dabei sein. Wir wohnen jetzt erst ganz kurz da, seit etwa 2-3 Wochen. Also von dem her, es zeigt sich dann noch, wie inspirierend das der Ort ist für unsere Musik. Aber ja, es ist eine mega grosse Loft und bis jetzt fühlt sich alles super an, ich glaube, ja. Einte ist wie gesehen, dass wir wie jeden Monat einen neuen Song rausgegeben haben. Dann haben wir quasi wie jeden Song quasi können ein eigenständiges Werk anschauen. Und dann haben wir uns wie keine Gedanken müssen machen über das Album oder wie das zusammenpasst. Dann haben wir wirklich einfach so Song für Song können schaffen. Und es war alles immer recht tight timed gewesen. Und wir mussten ziemlich schnell müssen schaffen. Und das hat eigentlich schon den ganzen Prozess beeinflusst und ich glaube auch die Musik, dass alles immer schnell entschieden werden muss. Ja, okay, das ist gut, das funktioniert nicht, das lassen wir weg. Ich kann irgendwie das googeln, nachher ist ja medizinisch, ist so quasi einfach das Einschnaufen. Von dort her sicher, könnte man sagen, medizinisch gesehen die Lunge. Das ist sicher so. Und ja, im Jazz würde ich vielleicht auch sagen, die Musik muss schnaufen. Wir machen nicht unbedingt Jazz. Wir machen recht energetische Musik und haben dann wie auch das Gefühl, ja, am ehesten ist es Alex wie schon, dass wir spielen am liebsten live, dass es wie das Publikum ist, das uns quasi wie die Energie kann zurückgeben kann. Das Coole ist auch, wenn das Publikum tanzt und wenn man kann genau mit dem arbeiten. Ich habe das Gefühl, das ist eine grosse Inspiration für uns, dass wir quasi die Energie quasi irgendwie vom Publikum haben und die dann zurückgeben können. Also. Mhm. Wir sind jetzt da und wollen jetzt Musik machen. Und ich glaube, es ist für uns gar nicht so relevant, wie ist es gewesen vor 20 Jahren oder wie wird es sein in 10 Jahren. Weil jetzt haben wir so den Drang, dass wir unser Zeug machen wollen. Und das ist sicher auch vorgegriffen, nicht auf die nächsten 10 Jahre, vielleicht auf die nächsten 40 Jahre, wenn wir halt wirklich im Rollstuhl sind und so und raus können, dass wir den halt vielleicht von zu Hause aus noch etwas Etwas Neues herausfindet. Genau. Ja. Etwas, was wir, also so in unserer Grösse als Band, so manchmal schwierig finden, ist so die Diskrepanz zwischen den riesen Events, die es gibt, zwischen Megakonzerten mit 10'000 Leuten und den kleinen Konzerten, wo einfach fast niemand kommt. Ein Punkt könnte sein, dass einfach die Leute, Zuschauer und aber auch das Musikbusiness an sich, wie offener und neugieriger wären für einfach Sachen, wo frisch entstehen, wo irgendwie man per Zufall mal entdeckt oder mal einfach mal irgendwo hingeht. Kleine Kulturlokale, die von kulturinteressierten Personen gegründet worden sind und entwickelt worden sind, sind wie die, die von mir gesehen am besten laufen oder die auch wie ein Stammpublikum haben. Dort fände ich es wichtig für die Kulturförderung, dass man wie auch schauen kann, was sind das für Lokale, wie kann man denen Unterstützung geben, oder einfach die Support am Leben erhalten, blöde Nachbarn auf dem Leib behalten oder einfach schauen, dass die quasi gedeihen können. Und eben dort passiert dann wie auch das, dass gewundrige Leute hingehen, die gar nicht unbedingt wissen, was kommt heute, sondern die machen immer ein gutes Programm und es ist eine gute Stimmung dort und dann geht man wieder hin und dass wie solche Locations einfach wichtig sind. Es braucht irgendwie ein Publikum, das präsent ist. Und dann fühlen wir uns eigentlich schon sehr wohl. Ein gutes PA ist schon gut. Ein gutes PA, ein gutes Publikum. Ein gutes PA ist wie so ein Plus. Ja, aber ja. Ein gutes Publikum kann vielleicht sogar ein schlechtes PA aushebeln. Ja. Wahrscheinlich sind wir jetzt hier ohne einige. Also ich wäre für Daft Punk. Halt, weil, ja, die müsste es schon wieder geben. Mhm. Das wäre schön. Ich habe das Gefühl, The Knife könnte man auch noch sein.
Wir haben in Binic in der Bretagne haben wir ein Festival spielen, wo unser erstes Konzert in Frankreich war. Rechts von uns ist das Meer und vor uns sind vielleicht 5-6'000 Leute. Und wir sind dort am Spielen und es funktioniert gerade von Anfang an super. Und das war einfach ein mega schönes Gefühl gewesen. Und auch die Location einfach unglaublich. Da haben wir, aber mit Stanz haben wir ein Projekt gehabt, das war fast eines der einzigen Mal, wo wir nicht nur das zweite waren, sondern jetzt haben wir mit den Intergalactics gespielt. Das sind so, das war ein Kollektiv, beeinträchtigte Personen von der Stiftung Weidli. Und mit denen haben wir ein Set gemacht. Und dann ist das wie der GP am Nachmittag, sind die so verrückt worden, weil wir nur immer alles durchgeprobt haben, nicht gespielt haben. Und der eine ist sich versteckt, dann haben wir nach einer Stunde zwei müssen suchen. Und es war wirklich so ein Bammeln, ob das am Abend gut kommt. Und dann war es voll gewesen. Und nachher sind dann halt wie alle Leute so einzeln Auftritt gehabt mit ihren Kostümen und dann das Publikum hat schon so gejubelt und so. Und dann ist das wie einfach so emotional, ist das mega spannend gewesen, weil das wirklich so rein emotional alles gelaufen ist. Das habe ich so sehr bewegend gefunden. Ich weiß nicht, mein Hirn ist gut, es vergisst einfach eh die dramatischen Sachen sowieso, darum weiss ich gar nicht. Mir war einfach nur ein Konzert in Kofer in Italien-Tour, wo wir zu früh weg waren, eine halbe Stunde vorher. Und dann das Gefühl hatten, ja, jetzt gehen wir da noch schön ins Brocki nebenan. Und als wir zurückkommen, ist die Scheibe von unserem Bus eingeschlagen. Und all unsere persönlichen so Rucksäcke mit all unseren Kompis und alles, ist alles weg gewesen. Zum Glück hatten sie nicht genug Zeit gehabt, um die Instrumente zu klauen. Und wir konnten die Show spielen am Abend in Bologna. Das Konzert, ich glaube, es ist, ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen. Es ist mega lausige Pasta, das jetzt gegeben. Jetzt ist es Italien überall gut gewesen, aber die ist nicht gut gewesen. Ja. Und das Konzert war wahrscheinlich so von der Reihe, dass es wahrscheinlich schon auch noch gut war. Hoffentlich immer noch das Gleiche wie jetzt. Weitermachen mit Konzertspielen. Regelmässig neue Musik entwickeln, neues Zeug rausbringen. Weitermachen, hat der eine Song von uns geheißen. Stimmt. Und vielleicht ein Rowdy noch dabei haftet, der für uns alles aufstellt. Genau, in 10 Jahren ist der Song. Sind wir aber wirklich die Oldies, oder? Genau.